Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk Daily-Folge. Heute am Donnerstag, dem 21. November 2019. Ihr hört die Nummer 739 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Ich beginne mit Apple Karten, Smart Battery Case, Teams, Outlook.com, Aluminium Stand und Minecraft Earth. Apple hat einen Kartellrechtsstreit in den Staaten und ist da ein bisschen in die Mangel genommen worden. Und besser gesagt, es gibt Untersuchungen in Richtung Kartellrecht und dabei gingen ein paar Zahlen raus, die man sonst so wahrscheinlich nicht erfahren hatte. Zum einen musste Apple angeben, wie viel das sie über die Reparaturen einnehmen und da kam raus, dass die Reparaturen nicht gewinnbringend sind, sondern sogar Verluste machen, was natürlich für ein Unternehmen wie Apple nicht ganz so lustig ist, aber ich glaube, das lassen sie so stehen, weil ja eben Kundenservice ist halt immer noch hochgeschrieben und auch was einer der Gründe ist, warum ich auch Produkte der Firma kaufe. Auch wurde erklärt in den ganzen, oder kam raus in den ganzen Untersuchungen, dass Apple seit dem Start von Apple Maps, und das ist jetzt doch schon, mein Gott, Kopfrechnen, 2012, 7 Jahre her, einige Milliarden US-Dollar in die Karten-App investiert hat. Schon gigantisch, wie viel Geld da reinfließen kann. Aber auch muss natürlich, weil man hat natürlich Google als Vorreiter und da, was gibt's ja noch, TomTom und so weiter und möchte da natürlich aufschließen. Endlich ist er da. Der unschön genannte Buckelwal, optisch sicherlich nicht das hübscheste Stück an Technik, aber dennoch sehr praktische Stück Technik. Für das iPhone 11 gibt's jetzt das Smart Battery Case zum Kaufen. Ab 149 Währungseinheiten ist es erhältlich und zum Besonderen dazu zu sagen gibt's, das hat jetzt neu einen extra separaten Knopf, bei dem ihr durch Drücken die Kamera startet, egal ob das Telefon im Lockscreen ist, also gestartet ist oder gesperrt ist, so wie man es ja halt von dem ein oder anderen Android-Smartphone wie Sony und ähnliches her kennt, die es direkt im Telefon drin haben. Dann hat Microsoft neue Zahlen rausgehauen. Erst diesen Sommer vermeldeten sie, dass Teams, also Microsoft Teams, auf 13 Millionen Nutzer angewachsen ist. Das Ganze hat man dann von Seiten Slack bemängelt, sei ein bisschen geschönte Statistik und so weiter. Die haben nämlich aktuell 12 Millionen Nutzer, das heißt Microsoft hat sie da schon übergeholt gehabt. Jetzt hat Microsoft nochmals nachgedoppelt mit neuen Zahlen. Der Dienst ist nochmals sehr stark gestiegen oder angestiegen, besser gesagt. 20 Millionen Nutzer, die den Dienst fleißig nutzen, täglich nutzen. Man hat auch gleich ein paar Details zu der damaligen Statistik vorgelegt, wie das eben gemessen wird, was da alles so durchgeht. 220 Millionen Sprach- und Videomeetings wurden abgehalten. 27 Millionen von diesen Meetings, 220 Millionen Dateien wurden durch die Welt geschickt, etc. und so weiter. Ja, schöner Dienst, schöne Zahlen. Outlook, wir bleiben gleich bei Microsoft, hat auch eine Neuigkeit zu vermelden. Zumindest hat auf Twitter ein junger Herr, ein Florian B., vermeldet, dass er bei sich auf Outlook.com Google Kalender und Google Drive sowie auch Google Konten integrieren kann. Ein Ding, was Google sich immer lange gewehrt hat und Microsoft sich auch nicht darum geschlagen hat, kommt langsam ins Rollen. Ich freue mich drauf und ja, mal schauen. Ich werde meine Mails wahrscheinlich dann nächstens nicht, also die Google-Mails nicht mehr über Google abrufen, sondern über Microsoft oder Outlook.com besser gesagt. Dann wurde vorgestern ein cooles Gadget vorgestellt, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Von Satoshi, das Type-C Aluminium Stand and Hub für Mac Mini. Wer mich ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich fürs Podcasten Mac Mini benutze und mich da immer freue, Hashtag not, wenn ich nach hinten greifen muss für den USB-Port und so weiter. Und das Teil erleichtert mir das in Zukunft. Ich freue mich schon, wenn es auf den Markt kommt und ich es ausführlich für euch testen kann. Ich werde natürlich dann auf dem pogipsi.ch Blog einen Testbericht dazu veröffentlichen. Geht euch mal das Video anschauen. Ein wirklich cooles und praktisches Gadget,
dass ich mich fragte, warum es das nicht schon länger gibt. Zu guter Letzt kommt noch eine erfreuliche Meldung für all diejenigen unter euch, die gerne spielen und vor allem für diejenigen, die gerne Minecraft spielen. Minecraft Earth, die AR-Umsetzung von Minecraft, gibt's jetzt endlich auch für die Dachregion. Das heißt, in Deutschland, Österreich und Schweiz kann man jetzt auch die App runterladen und dann damit spielen. Das Ganze ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein Pokémon Go Art von Minecraft. Ich werde es mir gleich installieren, respektive es lädt gerade runter, jetzt während ich mich die Podcast-Aufnahme mache. Wenn ich nachher nach Hause laufe, irgendwie morgens um 2, ja, wird sicherlich 2 Uhr, werde ich mal ein paar Steinchen irgendwo hinlegen oder wie auch immer. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Reinhören. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir morgen wieder lauschen, wenn es dann heißt, herzlich willkommen zu der Geek Talk 740. Aber jetzt erstmal einen schönen Tag, viel Erfolg. Und ja, bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.